Ja, was geht ab? Wir machen heute Schnelligkeitstraining, Schnelligkeitsausdauer. Ich würde sagen, legen wir gleich los jetzt hier am Abend. Heute der zweite Tag, ja. Wir ziehen ja 5 Tage durch jetzt in der Offseason, geben richtig Gas. Ja, Cat Cow ist doch viel krass. Ich würde sagen, ihr macht das einfach hier oder so. Das waren 6 bis 8 Wiederholungen. Du gehst in den Blank. Und dann mit der Hüfte hoch. Und den Schultern. Oh. Ja, clever. Herabschauender Hund und Cobra. Du gehst erst hier in den herabschauenden Hund rein, dehnt die hintere Muskelkette in den Beinen und dann runter in die Cobra. Dehnt auf die Zehenspitzen. Und dann wieder einmal nach oben. Beine gestreckt. 8, 9, vor dem Kopf, so über dem Kopf. Komm, du darfst es. Seitlicher Plank. Du startest unten, ganz unten, aber nicht den Boden berühren. Dein Oberarm ist auf deinem Oberkörper und dann greifst du über deinen Kopf und gehst ganz nach oben mit der Hüfte, ganz nach oben. Und dann jetzt beim seitlichen Skippen, ganz wichtig, dass wir auch mal hier ein bisschen höher kommen, ja. Ein bisschen länger in der Luft sind. Hm? Einmal hoch. Ja, einmal gestreckt hoch, dann wieder runter. Schön die Nase. Also, so. Ich hab. So. Hm? So und dann. Ja, gestreckt und wieder vor. Komm. Keine Pause. Zack und wieder zurück. Komm dynamisch. Ja, schau, nächste Übung, Mondasse, bist wieder im Vierfüßlerstand. Dein Bein geht hier hin, du schaust es an. Ja. Dann gestreckt rüber hierhin anschauen. Und möglichst hoch und nicht fallen lassen, wirklich absetzen. A-Skip, okay? Ich will nicht dieses 1-2-1-2, weil das ist ein Switch. Sondern ihr seid in der Position. Zack, und dann geht ihr wirklich zum Boden runter, stößt euch ab, springt noch einmal automatisch, beziehungsweise ihr springt nach oben, dann landet ihr halt noch einmal und dann kommt der nächste Kontakt nach unten, okay? Ich will nicht das sehen, wo ihr hier 1-2, 1-2 und einfach so switcht in der Luft, sondern nein, mein Bein geht nach oben, zack, ich springe, dann lande ich noch einmal, dann andere Seite. Ich mach's mal kurz vor. So. Schau, ich drück rein, spring nach oben und lande noch einmal und dann geht das andere Bein nach oben. Und nun dabei wollen wir die Körper achten, dass wir groß hin, Schultern zurück, Brust raus, unter Spannung, kein zu großes Hohlkreuz, hier angezogen, nicht locker und die richtigen Dings Mechanik, okay? Ey, Double, jetzt machen wir dieses 1-2-1-2-1-2. Ja, genau so. Stark, Junge. Okay, Butt Kicks. Butt Kicks, hier. Nein, schau. Du musst einfach so, hier, so kicken, okay? Nicht so, sondern so. Schaut so aus. Wir gehen einfach hoch, so, okay, zack, dann gehen wir hier gerade hoch, bap, gerade und seitlich, so, okay, und denk dran, hier an das Sprunggelenk, 90 Grad, nächste Übung. Man noch, oder? Ja. Wir gehen so, jetzt so rüber und dann direkt so. Oberkörper bleibt gerade. Immer seitlich. Ja, und hier am besten gestreckt bleiben, ja. Ja, seitlich halt einfach. Also, ja. Ja, Oberkörper bleibt gerade. Nicht zu viel Bewegung, Oberkörper. Wir machen immer 2 Bahnen, wenn es zu wenig kommt.
wo wir das zum ersten Mal gemacht haben. Ich hab's nicht gepackt, um nochmal zurückzukommen. Und schon ein bisschen dynamischer. Komm, zack, direkt raus. Ja, müssen wir sowas öfters machen, weil das ist nicht so viel. Ja, fürs erste ist schon gut. Mit, da kannst du noch ein bisschen früher rübergehen. Im zweiten, ja. Komm weiter. Ja, wenn man was nicht kann, heißt es, man kann was verbessern. Ja, ist für dich vielleicht auch ein bisschen zu groß, Typ. Dann machst du gut. Ja, komm gut das. Ja. Mach rein. Komm, geh ein bisschen weiter weg und weiter. Ja. Sehr gut. So. Und jetzt koordinieren. Und man denkt, also immer abwechselnd, oder? Ja. Gerade seitlich, gerade seitlich. Also gerade seitlich, gerade seitlich. Mach ruhig den Zwischenschritt. Komm, noch eine Bahn. Und jetzt zack. Für mich ist auch ein bisschen zu hoch. Weil das wollen wir trainieren rüber und dann direkt nochmal in den Kontakt. Ja. Komm, nach vorne. Oberkörper schön gerade bleiben. Zwei Bahnen. Das ist schön. Gut. Denk an die Mechanik, komm. Mach 30 Schritte. Ja, geht schon. Bisschen bessere Form. Sprunggelenk bei dir vorher. Also Training ist noch nicht zu Ende. Wir machen jetzt 15 Meter Sprint. 25 Meter Sprint, 35 Meter Sprint, immer locker zurückgehen. Dann 3 Minuten Pause, dasselbe nochmal. Und dann machen wir noch 100 Meter Sprints. Ich konnte schon machen. Okay, das war jetzt die zwei Sätze, 15, 25, 30 Meter Sprints. Immer 3 Minuten Pause gemacht und jetzt machen wir noch 6 100 Meter Sprints. Immer locker zurücklaufen oder 1 Minute könntest du auch machen dann. 5 Minuten Pause und dann nochmal 6 100 Meter Sprints. So schaut's aus. Filmen tun wir es jetzt nicht mehr. Ist eh schon viel zu dunkel und man sieht da eh nichts auf die Distanz. Das war's dann mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Ja, dann siehst du mehr Fußballvideos. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.